Volksfeste gehören für viele in Bayern zu einem gelungenen Sommer dazu. Feiern, Freunde treffen, gutes Essen, aber natürlich darf die ein oder andere Maß auch nicht fehlen. 1, 2, 3, super! Wir sind auf dem Rodinger Volksfest und begleiten den Abend. Und auch, wie viel Bier getrunken wird. Wie wichtig ist den BesucherInnen die Volksfesttradition? Und was bedeutet Bier für sie? Bereits am Nachmittag fließt reichlich Bier. Bernhard und seine Freunde kommen jeden Tag hierher. Ja, wir haben hier einen Stammtisch seit 16, 17 Jahren. Nennt sich Fick um 6. Hat nichts damit zu tun, was Sie jetzt glauben. Ja. Sondern früher Volksfestwirt hieß Franz Fick. Und zu dem sind wir vor 16 Jahren schon gegangen. Das sind immer 6 Männer. Die an jedem Tag vom Volksfest hierher kommen, zusammen eine Mass trinken oder 2 oder 3. Mich würde einfach interessieren, wie wichtig ist ein Bierzelt, Volksfesttradition in Bayern für die? Sehr wichtig, deswegen bin ich hergezogen. Und wie wichtig ist das Bier dabei? Auch sehr wichtig, es gehört einfach dazu. Mhm. Ja. Ja. Wie schmeckt's Bier heute? Bis jetzt noch sehr gut. Wie wichtig sind Volksfeste für so Bayern und die Tradition hier? Ja, natürlich sehr, sehr wichtig. Die Tradition aufrechtzuerhalten, Kultur zusammensitzen, Sozialkompetenz, am besten Sozialkontakte pflegen, ohne Handy. Wenn die Musik nicht zu laut ist, vorausgesetzt. Ja. Und wie wichtig ist da Bier dabei? Ein Bier ist ganz wichtig dabei, weil nur mit dem Bier, je nachdem, wie viel man vertragt, lösen sich dann die Emotionen und wird man natürlich dann lockerer und dann kann man sich natürlich auch besser unterhalten. Ja. Und wie schmeckt das Bier heute? Hervorragend, ist allerdings erst die erste. Schauen wir mal, weil es noch der 6. ist. Zu der Begrüßung der Bürgermeisterin gehört auch ein Prosit der Gemütlichkeit. Herzliches Willkommen hier bei uns im Festzelt und in der Song. Auf alle unsere Gäste und Ehrengäste trinken wir nochmal ein Prosit. Eins, zwei, drei, Xuffa. Das hören wir über den Abend hinweg sehr häufig. Üblicherweise 2 bis 3 Mal pro Stunde und BesucherInnen werden so immer wieder zum Trinken animiert. Wie wichtig ist denn das Rodinger Volksfest für die Gemeinde? Ja, für uns ist es natürlich schon wichtig. Da kommen alt und jung und alle Rodinger und alle Auswärtigen zusammen, feiern gemeinsam und man sagt, die Stimmung ist gut und einmal im Jahr, glaube ich, da darf man sich so richtig gut gelassen. Ja, ja. Wie wichtig ist da Bier dann dafür? Ich glaube, zur bayerischen Gemütlichkeit gehört einfach auch ein Schluck Bier dazu. Und natürlich bei den Festen in Massen, das ist ganz klar. Aber ich meine, es hat ja selber, jeder selber in der Hand, ob er eine trinkt oder mehrere, je nachdem, wie viel er vertragt. Wir leben diese bayerische Gemütlichkeit mit Tracht, mit gutem Essen. Und ja, da lässt man es einfach gut gehen. Also Tradition ist für mich schon ein wichtiges Thema, sage ich jetzt mal. Gehört dazu, gehört gelebt. Ja. Und wie viel gehört der Bier dazu? Schon gescheit, sage ich jetzt mal. Also, ich werde schon langsam voll, sage ich jetzt mal, und ich hoffe, dass es eine Gaudi gibt. Okay. Ja. Also für mich ist es ein total cooler Ausgleich zum normalen Job. Ich mag es total gern. Ich sehe es auch eher als Hobby und nicht als Job. Und gefällt mir ganz gut, macht immer Spaß, bist damit einfach viel unterwegs, gute Musik, freundliche Leute, alle am Feiern. Und wie ist da so die Stimmung im Zelt dann? Ja, meistens gut, bis der Pegel umschlägt. Ja. Na, Schmarrn ist schon immer schön. Und wie wichtig dazu sagen, ist Bier so auf dem Volksfest? Wie wichtig? Ja. Ich würde mal sagen, das ist das Wichtigste. Ja. Ohne dem wären wir nicht da, glaube ich. Den ganzen Abend servieren die Bedienungen hier eine Mass nach der anderen. Bier trinken darf in Deutschland jeder ab 16 Jahren. Begleitet von den Eltern sogar ab 14. Wie wichtig ist denn eigentlich so ein Volksfest oder als Tradition? Total wichtig. Total wichtig? Ja, was gehört denn da alles dazu für euch? Bier, Weizen. Weizen? Weizen. Ja, also Bier einfach gehört dazu. Und Weiber. Und Weiber, ah, okay. Musik. Die negative Seite. Auf dem Oktoberfest mussten Sanitäter 2023 über 8.100 PatientInnen versorgen. Mich würde interessieren, wie das so ist, auf dem Volksfest als Sanitäter zu arbeiten. Eigentlich ist es total entspannt für uns.
weil wir sind ja nicht die Betroffenen. Ja. Aber wir wissen, dass wir für die anderen da sind, dass wir für die Bevölkerung einfach den Schutz bieten, dass wenn irgendwas passiert, dass sie wissen, hier ist eine Anlaufstelle und die Erstversorgung ist gesichert und gewährleistet. Mhm. Wie viel wird das dann genutzt oder wie viele Leute kommen so zu euch? Das ist ganz unterschiedlich. Es ist total unterschiedlich. Natürlich sind wir, unsere Hauptaufgabe hier ist es natürlich, für die kritischen Fälle da zu sein. Das bedeutet, wenn es jemandem wirklich schlecht geht. Aber natürlich von den kleinsten Blasenpflastern über das Kopf, über die Kopfschmerzen bis hin zu einem, schlägt die natürlich jeder auf, der ein Gesundheitsproblem hat. Aber natürlich helfen wir jedem dementsprechend. Priorität hat natürlich immer der Notfall. Aber dementsprechend kann man es nie sagen. An manchen Tagen, ja, mei, da kommt, machen wir nochmal 5 Blasenpflaster und ansonsten ist nichts passiert. An anderen Tagen können auch mal kritische Fälle kommen. Das ist nicht abzuschätzen. Sind aber hier, wenn ihr uns jemand braucht. Und genau, dafür sind wir da. Okay, super. Wie ist es dann, was für einen Einfluss hat da Alkohol? Wie viele Leute sagt ihr, die deswegen halt vielleicht zu euch kommen? Man kann tatsächlich das Ganze an den Uhrzeiten festmachen. Mhm. Alles, was bis 8 Uhr ist, ist harmlos. Mhm. Von 8 bis 10 ist mal so eine etwas kritischere Zeit und alles, was nach 10 Uhr ist, da ist Alkohol definitiv mit im Spiel. Also muss noch nicht mal der Alkohol dann der Auslöser sein, sondern da fällt jemand zusammen oder so oder stolpert oder sonstiges. Und ja, natürlich Alkohol, das Bier schmeckt halt hier. Ne? Das Bier ist heuer sehr gut, nicht so stark ein bisschen, aber es heißt gut gespundertes, heißt nicht so viel Kohlensäure drin, sehr gut bekömmlich. Also ich habe keinen Kopf, wenn ich gestern gerade noch drei Maß. Wie wichtig ist er in einer Volksfesttradition? Das ist sehr wichtig, weil da trifft man wieder Leute, die, wenn man das ganze Jahr nicht trifft, sehr nett. Wie wichtig ist eigentlich eine Volksfesttradition in Bayern? Sehr wichtig, würde ich sagen, weil es zum Wohlbefinden, zum Gemütlichkeitsbefinden einfach dazugehört bei uns. Ja, ich habe ein Wirtshaus zu haben. Steht total hinter der Tracht, hinter Bier, alles was eigentlich zu Bayern dazugehört. Volksmusik, Blasmusik haben wir auch dabei. Genau, wie wichtig ist mir dann da Bier an einem Abend am Volksfest? Sehr wichtig. Ja, im Maß, es ist eigentlich nicht mehr die Tradition, dass man sich so über den Tisch kippt, weil die Väter, die Opas, aber es lebt schon noch hoch bei uns. Ja, es ist ein Genussmittel doch. Ja. Es gehört halt dazu, um irgendwie was mit Freunden zu machen, ein bisschen Ausflug zu kommen und einen schönen Abend zu machen. Je später der Abend, desto ausgelassener die Stimmung. Wie ist das so als Security auf dem Volksfest zum Arbeiten? Ja, eigentlich ganz aufregend. Also man trifft ganz viele verschiedene Menschen, man lernt ganz viele verschiedene Charaktere kennen, man sieht dann erst einmal die Abläufe, wie kommt das alles zustande, was muss der Festwirt alles machen, auf was muss man aufpassen, weil du wirst halt an deine Grenzen kommen, weil ja wirklich man merkt, desto mehr Alkohol im Spiel ist, desto schwieriger wird es. Ja. Dann ist natürlich Selbstbeherrschung manchmal, wenn die Leute irgendwie unfreundlich zu dir wären. Aber zum größten Teil hast du eigentlich immer nette Menschen dabei und hast eigentlich recht viel Spaß bei der Arbeit. Und wie wichtig ist denn da so die Volksfesttradition in Bayern? Ich? Ja, ja. Also ich bin der Obervolksfestler, ne? Ja. Weil ich bin ein Bierzeltmensch. Mhm. Ich spiele Musik, wenn ich Zeit habe und dann gehe ich ins Bierzelt. Ja, schön. Und wie wichtig ist da Bier dabei? Das ist aber wichtig, weil mit Spezi darf man nicht hier sitzen. Ne? Ja. Und immer mal schauen, dass wir die Brauereien erhalten, weil wir haben ja nicht mehr voll und die, was da sind, die brauchen wir noch. Ja. Und wie ist die Stimmung heute? Die ist gut, weil ich ein Bluesmusik-Fremd bin, weil ich selber Bluesmusik spiele. Ne? Ja, ja. Und das ist etwas, was ins Bierzelt gehört. Ne? Es passt auch Partymusik, die passt rein und in so ein Städte- und Gemeindetreffen oder an so einem Sonntagvormittag Feuerwehrfest, da gehört eine richtig schöne bayerische Bluesmusik rein. Ja, ja. Das ist meine Meinung, das ist schön. Ja. Ich darf nicht aussterben. Und wie gut schmeckt heute das Bier? Oh, schau mal hier, wie finster das ist von Moskau aus. Das habe ich gleich schon gesagt, wo ich hineingekommen bin. Das ist ein Mossbier, nicht so Holz, sondern so ein richtiges Festbier. Nicht? Perfekt. Ja. Das ist jetzt übrigens mein 5. Moss-Sens. Ja. Und das taugt mir. Prost! Schmeckt das Bier immer noch? Sowieso, wird immer besser. Okay. Und der Abend war immer noch schön, Stimmung gut? Ja, definitiv. Was bedeuten das Volksfeste für dich? Ja, es kommt darauf an. So das Rodinger Volksfest ist mir eigentlich nicht so wichtig, aber so Jugendfesten, Feuerwehrfesten, Tradition, wäre ich schon voll dabei. Ja. Und wie wichtig ist Bier dabei, jetzt auf dem Volksfest hier, aber auch bei den Feuerwehrfesten? Ganz wichtig. Ja. Also es kommt auch das Bier drauf. Wie schmeckt das Bier heute?
Jakob Weizen kann man immer trinken. An der Bar bleibt es nicht nur bei Bier. Ja, Volksfest ist einfach nur, dass Leute zusammenkommen, dass wir alle gut drauf sind. Ja. Ich finde einfach, das ist ziemlich wichtig für unser momentan. Ja, ich finde es ziemlich wichtig für alle einfach. Ja, und wie wichtig ist das Bier dabei? Teilweise, teilweise. Wir brauchen Fahrer, wir brauchen Leute, die mit Bier trinken, ja, dass die Leute Umsatz machen. Aber wir brauchen auch Leute, die heimkommen. Ja, und wie ist bei dir so die Stimmung heute? Ja, ganz gut, weil der Paddy liegt drauf. Aber ich habe trotzdem meinen Fahrer oder wir halten alle zusammen. Dass wir einer heimkommen, ja, dringend. Weil es halt immer ist am Dorf. Wir machen es echt gern. Ja. Und die Stimmung ist hier super. Uns gefällt es hier richtig. Was bedeutet da Bier beim Volksfest? Ein Bier bedeutet viel. Ja. Gemeinschaft. Und vor allem die Gemeinschaft. Wir haben uns hier kennengelernt. Und vor allem das Wichtigste ist eigentlich, wie wir gemeinsam heimkommen. Ja. Der eine passt auf den anderen auf. Ja. Und wir sind glücklich. Und wie schmeckt das Bier heute? Das Bier schmeckt sehr gut heute. Je höher der Alkoholpegel, umso näher kommen mir die Männer. Volksfest ist immer was Feines, ja? Ja. Egal, ob du zu Hause bist oder auf dem fremden Volksfest, Spaß haben ist das Erste der Wiese, ja? Ja. Und muss man sagen, haben wir geschafft, habt ihr geschafft, alles gut, ja? Also wie immer, wunderbar. Es ist jetzt kurz vor 12 und jetzt neigt sich auch schon langsam der Abendende zu. Leute gehen heim und im Festzelt wird Asche aufgeklammt. Man hat gemerkt, dass viel Bier geflossen ist und die Stimmung war meistens sehr ausgelassen.